Programmieren mit Kubeto, die Inbetriebnahme. Lassen Sie den Kubeto am besten immer auf dem Fußboden fahren. Der Untergrund sollte sauber und nicht zu weich sein. Eine Bodenmatte aus Stoff muss eventuell noch gebügelt werden, damit alle Falten rausgehen. Man kann aber auch sehr gut einfach ein großes Turmpapier nehmen oder einen Flipchart, auf dem man das Raster aufzeichnet. Jetzt brauchen Sie den Kubeto, das Steuerfeld oder das Bedienpult, 6 AA-Batterien, 3 für den Kubeto und 3 für das Steuerpult und einen Schraubendreher. An der Unterseite vom Kubeto finden Sie eine Schraube, um das Batteriefach aufzuschrauben und dann können Sie die 3 Batterien hineinlegen. Das können gerne auch Akkus sein zum Wiederaufladen. Danach das Batteriefach wieder zuschrauben und den Kubeto einschalten. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Steuerpult. Unter dem Steuerpult das Batteriefach aufschrauben, die 3 Batterien reinlegen und wieder zuschrauben. Danach kann das Steuerpult angeschaltet werden. Und damit ist schon alles fertig und wir können loslegen.